Melden wir uns heute zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist 20 Jahre alt heute und heißt Alexander. Guten Morgen, Alexander. Gepriesen sei der Frauenhaus, Domian. Guten Morgen. Ich habe gar nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Gepriesen sei das raue Haus. Das ist der offizielle Gruß von mir. Ach, gepriesen sei das raue Haus. Ja. Das sagst du so? Das sage ich so. Was heißt das? Es heißt eigentlich so viel wie Hallo oder Willkommen. Schön, dass es dich gibt. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich. Bitte. Ich freue mich. Alexander, über was reden wir beide? Also das heutige Thema ist Asperger-Autismus. Ah, das heißt, du bist davon betroffen? Ganz genau. Du hast diese, kann man sagen, Erkrankung? Diagnose. Diagnose, sagen wir Diagnose. Erklär doch mal den Leuten, die davon noch nie was gehört haben, was ist das? Also Asperger-Autismus ist eine Störung aus dem Autismus-Spektrum, soweit ich weiß. Ja, wobei du noch erklären musst, was Autismus ist. Das weiß ich selbst auch nicht. Ich hatte unzählige Gespräche bei Psychiatern und an der Uniklinik Hamburg. Ja. Aber so wirklich erklärt haben sie mir das auch nicht. Wie macht sich denn diese seelische Erkrankung oder dieses Phänomen, sagen wir es so, wie macht sich das denn bei dir bemerkbar? Ich lebe eigentlich komplett in einer eigenen Welt. Ja, wie sieht denn diese Welt aus, in der du lebst? Also ich habe meine Delfine. Du hast Delfine? Ich habe Delfine. Lebende? Nein. Ja, es sind Plüschdelfine. Plüschdelfine? Okay. Lebende für mich leben sie auch. Ja, verstehe. Wie viel hast du? Wie viele Delfine? Knapp 20. Haben nie genau nachgezählt. Ich höre gerade, Alexander, wir haben ein Foto oder Fotos von deinen Delfinen. Ja. Da bin ich aber jetzt sehr gespannt, was wir sehen. Ah, wir sehen einen schwarz-weißen Delfin. Mich sieht man nicht mehr so richtig, aber egal, ist auch nicht so wichtig. Das ist ein Orca. Ein Orca, ein Orca-Delfin. Ja. Der sieht so fett aus, wie groß ist der? Weiß nicht, 66 Zentimeter, 60 Zentimeter ungefähr. Du lebst in deiner eigenen Welt, sagst du, und zu dieser Welt gehören die Delfine. Richtig. Welche Rolle spielen diese Delfine? Da ist noch ein anderer zu sehen gerade im Moment. Welche Rolle spielen die Delfine für dich? Sie helfen mir, den Alltag zu bewältigen. Wie machen die das? Das sind ja Plüschtiere. Es sind keine Plüschtiere an sich. Für mich leben sie ja. Das heißt, du sprichst auch mit denen? Ich spreche auch mit denen. Sagen die auch etwas zurück? Ja. Was denn zum Beispiel? Naja, neulich hat sich einer beschwert, weil der Computer so langsam war. So, jetzt haben wir so einen kleinen Einblick gewonnen in deine Welt der Delfine. Die spielen eine wichtige Rolle für dich. Das tun sie. Du bist 20 Jahre alt. Lebst du denn in, kannst du alleine leben? Ich kann alleine leben. Das heißt, du hast eine eigene Wohnung? Ich habe eine eigene Wohnung. Und was machst du sonst so noch, außer dich mit den Delfinen zu beschäftigen? Programmieren. Ist das dein Beruf? Ja, zurzeit kann man sagen schon. Also du bist angestellt bei einer Firma? Nein, ich arbeite freiberuflich. Also du kriegst Aufträge und dann machst du das zu Hause? Ganz genau. Ich möchte nochmal zurückkommen darauf, dass du sagst, ich lebe in meiner eigenen Welt. Erzähl uns doch noch ein wenig aus deiner Welt. Von den Delfinen haben wir jetzt schon gehört. Was macht deine Welt sonst so aus? Naja, das Zentrum meiner inneren Welt, sage ich mal so, ist ein Netzwerk aus einer ganzen Menge großer Elementarleiter, die unter anderem Erinnerungen transportieren zum Beispiel. Ich habe das nicht verstanden. Elementar was? Elementarleiter. Elementarleiter, ja. Die du mit dem Computer verarbeitest oder mit dem du im Computer arbeitest, so meinst du das? Der Computer dient lediglich dazu, Vorgänge zu visualisieren und einzugreifen. Ja. Okay, vielleicht noch ein Beispiel aus deiner Welt.
Naja, ich habe da auch eine Menge Rituale. Zum Beispiel muss ich jeden Tag um 21.47 Uhr, um genau 21.47 Uhr, sonst raste ich aus, selbst wenn es nur eine Sekunde verspätet ist, zum Beispiel eine Zigarette rauchen am Graumannsweg 6. Das ist ja verrückt. Um 21.47 Uhr an einer bestimmten Stelle, da wo du wohnst, rauchst du eine Zigarette. Richtig. Wenn du diese Zigarette, sagen wir mal, um 21.10 Uhr rauchen würdest, wie ging es dir dann? Ich wäre total aggressiv und würde ausrasten. Wenn du die Zigarette dann zu dem genau dem Zeitpunkt geraucht hast, was passiert danach? Danach geht es eigentlich zurück an die Arbeit. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Fast 24. Ah, das heißt, du lebst eigentlich mit deinem Computer und mit den Delfinen? Richtig. Gibt es auch Freunde? Ja, viele. Auch, also sind das reale Menschen, die auch zu dir nach Hause kommen? Reale Menschen. Kannst du mit denen so ganz normal kommunizieren? Mit denen kann ich ganz normal kommunizieren. Gibt es denn da auch schon mal Schwierigkeiten in der Kommunikation? Außer die normalen Missverständnisse eigentlich nicht. Was sind das für normale Missverständnisse? Naja, neulich haben wir uns gestritten, weil jemand einen Joint weggeraucht hat und jeder hat sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben. Okay, das ist ja noch harmlos. Richtig. Erzähl mir noch ein Ritual von dir mit dem Rauchen, das war ja gerade schon sehr einprägsam. Naja, am 2.4. Am 2.4. ändere ich jedes Mal meine Homepage. Mhm. Immer jedes Jahr am 2.4. Am 2.4. um 21.47 Uhr. Diese Zahl 21.47 Uhr hat was Besonderes. Die hat was Besonderes. Kannst du mir das erklären, was das bedeutet? Da wurde das Master-Hologramm gestartet. Was ist das? Es ist ein Datenspeicher, der die Halle der Erinnerungen betreibt. Aha, jetzt muss ich mich sehr anstrengen zu folgen. Was ist denn die Halle der Erinnerung? Das ist ein Datenspeicher außerhalb aller bekannten Netzwerke, wo ich meine Erinnerung abspeichere. Das ist ein realer Datenspeicher irgendwo auf der Welt? Real, ja. Ja? Und wie speicherst du deine Erinnerungen da ab? Im Prinzip über einen GHCC-Chip. Wie geht denn das? Ich bin ein Depp in solchen Sachen. Erklär das mal mir, dem Laien. Wie macht man das? Der GHCC-Chip, der ist im Gehirn implantiert und überträgt fortlaufend Daten an ein zentrales System. Das heißt, du hast im Gehirn so einen Chip? Richtig. Wirklich? Weiß ich nicht. Ich habe nie nachgucken können. Das heißt, du bist mal operiert worden am Gehirn? Nein, aber wenn ich die Augen schließe, sehe ich meistens Nullen und Einsen und grafische Oberflächen. Ich verstehe. Das kann auch sein, dass das in deiner Welt, die für dich real ist, dass das nur da stattfindet. Das ist auch so. Ja, ich verstehe. Du sagst, du lebst in deiner Welt und für uns andersartige oder eher normale Menschen ist es schwer, sich da hineinzudenken. Kannst du dich in uns hineindenken? Es gibt einen Haufen Simulationsprogramme, die sowas nachstellen. Wie findest du uns so und unsere Welt? Weiß ich nicht. Ein bisschen eigenartig. Ja, das stimmt auch. Das ist auch manchmal ein bisschen eigenartig. Ich meine, wenn man sich anguckt, die ganzen Pädophilen, die da rumlaufen, und damit meine ich zum Beispiel die wirklich Pädophilen, nicht die Krankheit haben, aber aktiv was dagegen tun wollen. Ja. Und so komische Leute, kann ich einfach nicht verstehen, warum jemand sowas macht. Stichwort Pädophilie und gehen wir mal weiter in den Bereich der Sexualität. Du bist, du hast die Diagnose Autismus, Asperger-Syndrom. Wie ist das bei dir mit Sexualität? Interessiert dich Sexualität? Nein, ich find's widerlich und kann es nicht nachvollziehen. Ach, widerlich sogar? Ja, eigentlich schon. Das heißt, du hast das auch noch nie gelebt? Nein. Auch nicht mit dir selbst? Nein. Und du warst doch noch nie verliebt? Verliebt schon. Ah. Wenn ich fragen darf, in wen?
Eine alte Mitpatientin aus dem Wilhelmstift. Was ist denn aus diesem Verliebtsein dann geworden? Ja, nichts. Wenn man verliebt ist, hat man ja Träume. Welche Träume hattest du? Oder Sehnsüchte? Naja, ich wollte eigentlich nur mit ihr zusammen sein. Gab es denn in der Zeit des Verliebtseins so einen Hauch einer erotischen Sehnsucht, die du hattest zu diesem Mädchen? Ja. Das schon, also so ganz abwegig war es dann nicht. Nein. Könnte nochmal passieren. Wie bitte? Das könnte eventuell nochmal passieren. Ja, eventuell. Ja. Alexander, verfolgst du öfters hier meine Sendung? Ja, das tue ich sogar. Ja, dann kriegst du ja eine ungeheure Vielfalt von menschlichem Schicksal zu hören und was Menschen so denken und fühlen. Wie erscheint dir das, wenn du das hier alles so hörst? Es ist faszinierend, wie Leute mit extremen Situationen fertig werden. Mhm. Ist das so ein bisschen wie Hörspiel hören oder Fernsehen gucken, also Film gucken, wenn du das hier dir anhörst? Nein. Es ist schon realer. Es ist mehr wie Schule, sage ich mal so. Das heißt, du lernst dann so von der realen Welt etwas, wenn du hier zuhörst. Richtig. Alexander, wie sieht deine Träume oder deine Pläne für die Zukunft aus? Wie gesagt, du bist erst 20 Jahre alt. Meine Pläne? Naja, die haben sich in letzter Zeit grundlegend geändert. Ja, erzähl mal. Also früher habe ich mein Computerwissen nicht so, sagen wir mal so, korrekt eingesetzt. Mhm. Das hat mir auch schon viel Probleme bereitet. Mhm. Und jetzt die letzte größere Sache, da habe ich immer noch eine Strafanzeige am Laufen, weil ich mich in das Kinderkrankenhaus Wilhelmstift Computernetzwerk eingehackt habe. Warum hast du das gemacht? Ich wollte von ihr die Krankenakte. Die habe ich letztendlich auch bekommen. Von dir? Nein, von ihr. Von ihr? Von der, mit der du da so ein bisschen verliebt warst? Ganz genau. Verstehe. So, dann gab es Probleme mit der Polizei. Richtig. Wie ist das ausgegangen? Naja, es gab eine Hausdurchsuchung und die haben die ganzen Computer beschlagnahmt. Mhm. So, wir waren ja bei der Frage, was deine Ziele und Träume sind. Ja, um darauf jetzt mal zurückzukommen. Ich habe jetzt angefangen, Bitcoins zu sammeln. Mhm. Also das ist eine digitale Kryptowährung, ja, die man in Euros umtauschen kann. Ja. Und solange, wenn mein Computer genug rumgerechnet hat und ich genug habe, dann kaufe ich mir ein Haus. Ach so, das ist natürlich ein cooler Plan. Also du hast Sehnsucht nach einem Haus. Richtig. Warum? Was willst du mit einem Haus? Also die jetzige Wohnung, in der ich wohne, erstens sind die Nachbarn total bescheuert. Mhm. Und zweitens will ich nicht von Staat abhängig sein, mhm, weil die Wohnung ist von der Jugendhilfe gestellt. Also, ja. Und ich muss was Eigenes machen einfach. Also um auf eigenen Beinen zu stehen und ein eigenes, vielleicht sogar kleines Vermögen zu haben. Richtig. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Das sind die reinsten Arschlöcher. Oh, das sind aber harte Worte. Warum? Ich sag mal so, warum, das kann ich auch sagen. Mhm. Mein Erzeuger, der hat sich eigentlich nur ständig besoffen. Ja. Und einen verprügelt, wann er gerade mal konnte. Ja. Und deine Mutter? Die hat weggesehen, als es mir schlecht ging. Die haben ja wahrscheinlich gar nicht kapiert, was mit dir los ist, ne? Ja, das stimmt. Denn dieses, was du hast, hat sich ja auch schon im Kindesalter gezeigt. Ja, wobei ich glaube auch nicht wirklich, dass es Asperger-Autismus ist, weil es gab dann einen Vorfall im Kindergarten, der ziemlich, ja. Es gab einen Vorfall im Kindergarten, der dich umgehauen hat? Ganz genau. Magst du ein Stichwort sagen? Ja, das haben wir schon genannt, Pädophilie, würde ich mal sagen. Ah, das heißt, du warst Opfer eines Missbrauchs. Ganz genau, von einer Zia. Bist du denn da jemals von einem Therapeuten oder Arzt behandelt worden wegen? Nicht wirklich. Würdest du das wollen? Ja, nur ich weiß nicht, wie ich damit fertig werde, weil das Beste ist natürlich, davor wegzulaufen, statt sich der Sache zu stellen. Ja, aber das Beste ist das nicht immer.
Denn das richtet ja, das weißt du, du bist ein intelligenter Typ, das richtet sehr viel in der Seele eines Menschen an. Und wenn man immer davon vorwegläuft, kann man auch nicht zur Ruhe kommen. Ich verarbeite es nur auf meine Art und Weise. Magst du vielleicht gleich noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen, diesbezüglich? Ja, gerne. Ja. Mensch, Alexander, mit dir würde ich gerne ganz lange sprechen. Das ist ja hochinteressant. Nun läuft uns aber ein bisschen die Zeit hier weg. Ja, ich weiß. Die Sendung ist leider Gottes begrenzt. Ja, natürlich. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Und warte, ist das übrigens für dich eine Überwindung, dann vor so vielen Menschen zu sprechen? Also rein theoretisch sprechen nur wir beide. Die anderen, die hören ja nur mit. Genau, und die sind völlig ausgeblendet. Eigentlich sind wir beide ganz unter uns im Moment. So sehe ich das. Ja, so sehe ich das auch immer. Alexander, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass du deine Pläne schaffst mit dem Haus und alles, was du gerne möchtest. Ja, danke. Und jetzt ruft dich meine Psychologin, die Claudia, nochmal an. Vielleicht kann sie dir noch einen schlauen Rat geben, wie du dich weiter verhalten sollst in der besagten Sache. Ah, wäre cool. Übrigens, ja. Claudia heißt auch ein Delfin von mir. Ah, guck, dann schöne Grüße an deinen Delfin Claudia. Danke. Tschüss, Alexander. Ciao. Ciao. Tschüss.